Ich zwei ganz kurz. Ah ja. Aha. Ja, dann fahren wir doch mal hier links. Nee, der Mager biegt jetzt links ab. Nein. So! Hallo und herzlich willkommen nach Jahren Inaktivität. Ja, meine Freunde, krieg auch mal wieder ein Video. Ich bin vorhin mit nasser Hose baden gewesen. Also sie war danach nass. Hab mich in eine Motorradhose gequetscht, bin dann nach Hause gedüst. Jetzt ist sie nass. Morgen habe ich Hemus, seinen Vater. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Jetzt habe ich noch Auge gemacht, jetzt passiert sowieso. Ja, nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder zurück. Was war los? Ich glaube, da brauche ich gar nichts zu sagen. Es gibt ein paar Leute, die verfolgen mich schon sehr lange auf YouTube, die wissen, dass ich manchmal für längere Zeit tot bin, dann mein Content wechselt, keine Abonnenten hat, die diesen Content sich dafür interessieren, so lange Videos mache ich, bis ich wieder eine kleine Zuschauerschaft habe und dann keine Videos mehr bringe. Ja, ich ziehe durch. Nee, das habe ich leider die letzten Jahre nicht gemacht. Also durchgezogen. Und zwar YouTube. Ich mache YouTube schon seitdem ich 13 bin. Seitdem ich 13 bin. Jetzt bin ich 21. Sind dementsprechend schon die ein oder anderen Jahre. Die ein oder anderen YouTuber haben innerhalb von dieser Zeit oder vielleicht auch nur der Hälfte der Zeit schon mehrere Millionen Abonnenten erreicht. Ich nicht. Hätte ich mal durchgezogen, dann müsste ich heute keine Ausbildung mehr machen. Ja, schade. Ich würde mal sagen, so ist das Leben. Ne? Da sind die Bullereien. Ich hoffe, die ziehen Orangen raus und nicht mich. Wobei, ich sitze ja nicht in meinem Beamer. Außerdem ist das die Autobahnpolizei, die haben mir sowieso nichts zu suchen. Also fahrt mal ganz fix weiter. Sehr gut. Hauptsache Telefon in der Hand. Läuft bei dir, du Polizist. Kurze Frage, gibt es diese Ampel hier auch in grün oder ist das irgendwie rot angemalt da oben? Es ist so geil. Jetzt haben die erst grün, die Fahrradfahrer hier. Ja, moin. Ja, wir werden heute mal ein bisschen auf der Landstraße fahren. Wetter ist nicht mehr so optimal. Wie gesagt, ich war vorhin am See, sobald ich da war, war die Sonne weg. Jungs, Alter, hier, die Fahrradfahrer haben 7 Monate grün und ich gar nicht, oder was? Was ist das denn hier für ein Scheiß? Jetzt kommt hier bestimmt gleich so ein 40er LKW lang gefahren, der nur 40 fährt. Und dann hocke ich da die ganze Zeit hinter. Was ist denn das hier für ein Kack? Wollen mich verarschen oder was? Ist es hier mit Kamera und ihr erkennt mich nicht? Ja, Moment, da oben ist eine Kamera. Hallo? Hallo? Hi, darf ich? Ah, die Fahrradfahrer haben rot. Hm? Die Autos haben noch grün. Ja, moin. Was ist mein Leben? Ja, darf ich? Ah, ja. Mhm. Ah, okay. Ah, ja, er da fahren. Ja, moin. Okay. Er sitzt da, steht da. Und mit dem Handy in der Hand. Ja, moin. Ich stehe hier nicht schon seit 7 Monaten. Hallo? Gleich kann ich wieder umdrehen, weil es Nacht ist. Wenn jetzt die Autofahrer fahren dürfen, drehe ich um. Wenn jetzt dieser komische Po. Ja. Aha. So, du willst da nicht rüber? Meine Fresse, ist das ein Kampf hier, ey. Guck mal. Ich kann schalten, ohne meine Kupplung zu ziehen. Getriebeschaden ist da. Ja, wie gesagt, wir fahren noch mal. Das ist das Kabel vom Mikrofon. Da sollte ich vielleicht nicht dran ziehen. Ja. Optimale Jacke. Egal. Passt schon, sag ich mal so, ne? Ja. Lang ist's her und heute werde ich einfach direkt tot gefahren, weil er denkt, er kann mal eben einen LKW überholen. Nice, wenn du keine Beschleunigung hast. Ja, cool. Ja, macht Spaß. Ja, nach langer Zeit mal wieder Landstraße mit einer Kamera auf dem Kopf. Ja, eine Menge wurde verpasst, weil ich eine Menge nicht aufgenommen habe. Gerade vor einer Stunde wurde ich fast von einer Taube zerschossen. Ja, ungelogen. Ich fahre, denk mir nichts Böses. Kommt einfach so eine fette Taube genau in meine Fresse zugeflogen. So von links oben, so ins Bild. So. Ohne Spaß, ich habe mich so eingedrückt. Ich bin so zusammengezogen, aber alles safe. Jetzt geht auch noch meine Musik aus. Läuft bei mir. Ach Mann. Das kann doch schon wieder alles nicht wahr sein. Und ja, ich höre beim Motorradfahren Musik. Aber nur auf einem Ohr. Safety first. Ich will ja noch die Windgeräusche hören. Ja, wahrscheinlich die Windgeräusche. Ey Mann, jetzt habe ich hier diese ganzen Kabel vom Mikrofon. Vom allem. Ah.
Das ist auch so eine Sache, ne? Ich bin so ein kleiner Autist. Als ich hier mit Motovloggen angefangen habe, musste ich natürlich das Kurze vom Kurzen haben. Mir eine neue GoPro für ein paar hundert Euro gekauft. Hab mir ein Mikrofon bestellt. Hab erstmal 100 Jahre lang ein Setup ausprobiert. Dann herausgefunden, dass es einfach nur zum Kotzen ist. Dieses Mikrofonkabel für die GoPro. Hab mir dann ein externes Mikro bestellt, weil das anschließend hat auch nicht funktioniert. Dann musste ich mir noch ein Mikro bestellen, weil das scheiße war. Dann musste ich mir ein Aufnahmegerät, also ein Diktiergerät bestellen, was die Anwälte und Notare und die bei der Polizei haben. Ist ein bisschen kleiner, ist nicht so ein Kassettenrekorder, wie ihr das vielleicht jetzt denkt, sondern ist so ein kleiner Schwanz. Sieht ein bisschen aus wie ein MP3-Player aus den 60ern. Aber funktioniert. Wenn ihr mich gerade hört, wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich gerade reingeschissen, weil dann da war ich gerade mit mir selber, was ich eigentlich sowieso gerade tue. Ja, meine Musik ist weg, schade. Gibt es heute wohl keine Motivation beim Fahren. Ja. Meine Sturmhaube habe ich auch verloren. Das heißt, ich habe jetzt eine andere, die noch nicht ausgeleiert ist, wie sage ich jetzt nicht. Ja, aus diesem Grund habe ich jetzt so eine neue Sturmhaube, Sturmmaske, was auch immer das Ding ist. Aber was eigentlich nur für die Augen ist. Ich kann aber nicht durch die Augen reden, deswegen muss ich das so weit runterziehen, dass mein Mund bzw. es unter meinem Kinn ist. Das heißt, es ist jetzt auch ausgeleiert, kann man wieder eine Tonne drücken. Ja, moin. Aber so könnt ihr mich wenigstens verstehen. Dementsprechend ist das natürlich von oben etwas mit runtergezogen. Demnach werden meine Augen gerade nach unten gedrückt und ich sehe aus wie jemand, der, tut mir leid, das so sagen zu müssen, gerade einen Schlaganfall erlitten hat. Ja. Richte mal kurz das Mikrofon. So, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Bei meinem Glück habe ich gerade mit der GoPro ein Bild gemacht und das Mikrofon rausgezogen, als ich den Stecker gesucht habe für meine Musik, was trotzdem nicht funktioniert. Ja, mal. Ja. Gucken wir mal, was hier beim Eisladen abgeht. Wahrscheinlich richtig viel. Oh, ja. Das sieht ja richtig Stracciatella aus. Ich dachte, ohne Spaß, der Mack hat gerade so, ach, scheiß drauf gemacht. Ich dachte gerade, er winkt mir zu. Ich wollte gerade zurückwinken. Ich hasse mein Leben, jemand winkt mir zu. Nein, um echt zu sein, ist das eigentlich ganz lustig, gerade im Sommer, wenn man Motorrad unterwegs ist. Die ganzen kleinen Kinder, die sich freuen, wenn du da dran vorbeifährst. Ich kenne das ja noch von früher. Jahrelang ist's her. Motorräder sind schon was Cooles. Ich habe ja leider noch den kleinen Hobel. Den fahre ich jetzt noch 4 Monate und dann kommt. Dann kriege ich richtig Feuer unterm Arsch. Dann geht's richtig ab. Dann geht die Luzi ab. Dann hole ich mir nämlich ein richtig dickes Bike. Ein richtig dickes Bike. So. Wenn wir den Marker hier vor uns gleich eliminiert haben. Ey, ohne Spaß, meine Scheißjacke geht die ganze Zeit auf, Alter. Das fuckt ja mal übel ab. Ich wette, ich habe auch das Mikrofon schon 12 Mal rausgezogen, weil ich meine Scheißjacke zumachen wollte. Mann doch. So. Ja. Ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, eine Landstraße gefunden, die übel geil ist. Wir fahren jetzt gerade meine alte Standardstrecke. Die Landstraße, die ich gefunden habe, die ist nämlich ein paar Kilometer weiter weg. Da wären wir zwar mittlerweile auch schon gewesen. Vielleicht können wir in die Richtung fahren. Ich weiß nicht genau, wie wir da hinkommen. Aber ich habe eine Landstraße gefunden, ohne Spaß. Jobgesell. Die ist echt geil. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden mal. Ah, das Wetter sieht halt auch nicht so aus, als ob es jetzt den ganzen Tag weiter die Sonne scheint. Wir schauen einfach mal. Ich biege einfach ein, zwei Mal ab, wo ich noch nie lang gefahren bin. Weil mein innerer Kompass sagt mir so, dass es ungefähr die Richtung ist. Aber ich weiß es nicht. Also doch, müsste eigentlich. Ich habe eigentlich einen guten inneren Kompass. Ich weiß es noch aus Minecraft-Zeiten. Habe ich immer wieder rausgefunden. Wirklich, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück, ne? Ja. Was ist eigentlich drin? Ich auch nicht. Boah. Jungs, ey, was müssen die denn am Tag düngen? Können die das nicht im. Ja, okay, danach ist es ein bisschen laut, aber. Oh, es stinkt einfach übel nach Scheiße hier. Mach mich bitte nicht tot. Mann, doch. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich hier abbiegen soll, weil in so einen Feldweg auf so einen Bauernhof wollte ich jetzt eigentlich nicht fahren. Müssen wir mal gucken, was es hier so für Möglichkeiten gibt. Ja. Hier dürfen wir ja sowieso noch nicht vernünftig ballern. Wobei dürfen ist halt sowieso mal ein bisschen relativ. Dürfen und ballern geht meistens nur mit Pillen. Ja, ich habe nichts gesagt.